Was ist denn? Schlafen Sie nicht? Was ist denn los mit Ihnen? Hassler! Herr Mathis, schon zurück von Ihrer Beerdigung? Lass, was ist denn das für ein Unsinn? Ich kann nicht mehr. Was soll das heißen? Vollkommen erledigt, Herr Mathis. Sie sind vielleicht ein ungefälliger und fauler Mensch. Ich arbeite da draußen bei höchster Lebensgefahr ohne Netz. Und Sie lümmeln inzwischen hier herum? Was haben Sie denn die ganze Zeit gemacht, hä? Also los, Hassler Hepp, neue Nummer, besorgen Sie mir ein Fahrrad. Ich verstehe immer Fahrrad, Herr Mathis. Aber schnell. Sehr wohl, Fahrrad. Hier schon. Das ist doch nicht so. Thomas, ein Fahrrad. Herr Mathis, da hat jemand meuchlings die Türe zugenagelt. Platz. Platz. So macht man das, Hassler. Das ist gut. Herr Mathis, bitte, das Fahrrad. Was, Radfahren können Sie auch? Jawohl. Sie sind wirklich ein Künstler. Sie können nicht Radfahren, Herr Mathis. Ich hab's noch nie versucht, aber das kann doch jedes Kind. Geben Sie her. Ja, Kind schon. Einen Augenblick mal. Hopp, Maschine. Bitte. Ready? Okay, ready. Hepp. Hepp. So. Was jetzt? Jetzt müssen Sie sich draufsetzen, bitte, ja? Fangen Sie Hepp. An. Und? So, Sie müssen treten, Herr Mathis. Ja. Treten müssen Sie. Halten Sie ja fest, lassen Sie doch gefälligst los. Sehr wohl loslassen, bitte sehr. Gleich bitte treten, ja? Jetzt. Vorsicht! Spiegel! Vorsicht! Wieso Vorsicht? Kommen Sie doch mal zurück!